Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Medal of Honor Warfighter. Nachdem wir den Einzelspieler-Modus schon komplett durchgezockt haben, geht's jetzt natürlich weiter mit dem Multiplayer-Modus. Und wenn ihr den Singleplayer-Modus noch nicht gesehen habt, zieht ihn euch rein. Der ist wirklich sehr emotional, sehr actionreich, wirklich Nonstop-Action. Und alle Links natürlich in der Beschreibung. Okay. Starten wir auch mal direkt rein. Hier sind wir erstmal in der Lobby. Ich habe auch schon die Beta gezockt auf der Xbox. Die hat mir auch wirklich sehr zugesagt. Ich bin umso gespannter, wie jetzt die PC-Version aussehen wird. Die natürlich grafisch um einiges besser sein wird als die Konsolenfassung. Ist ja logisch. Okay, hier können wir natürlich die ganze Waffe anpassen. Wir können verschiedene Mündungen haben oder Magazinstil, Tarnmuster. Alles ist so wirklich möglich und das ist sehr cool. Hier können wir verschiedene Klassen auswählen. Wir haben hier ganz am Anfang zum Beispiel den Scharfschützen, Angreifer, Pionier, Kanonier, Speer und Spec Ops. Ich werde natürlich auf alle Klassen ein bisschen eingehen und die ein bisschen zocken und so gucken, wo sich die wirklich unterscheiden. Und ja, auch im Allgemeinen, der Spielspaß. Auch ganz wichtig. Okay, ihr könnt natürlich auch noch ihr könnt einen speziellen Soldaten am Anfang auch noch wählen. Ich habe das schon mal vorher gestartet gehabt, um ein bisschen mich da einzugewöhnen. Bevor ihr überhaupt spielt, könnt ihr euch alten Soldaten aussuchen. Das heißt, ihr könnt euch eine Nation aussuchen, sprich, die Schweden sind da, die Deutschen sind natürlich da mit KSK, die Navy Seals von den USA sind da und noch viele, viele mehr, die könnt ihr euch da auswählen. So viel erstmal dazu. Okay, will ich gar nicht länger auf die Folter spannen. Starten wir einfach mal in ein schnelles Spiel. Sector Control, Haradünen. Grafisch macht das Spiel wirklich schon einiges her, da es ja auf der Frostbite Engine 2 basiert, die auch natürlich Battlefield 3 nutzt. Ich bin jetzt mal extrem gespannt, wie sich die Waffen so anfühlen. Wahrscheinlich ist das... Alles klar. Hier sind wir auch schon drin. Hier können wir uns jetzt aussuchen, welche Klasse wir haben wollen. Ich würde vorschlagen, wir starten ganz klassisch mit dem Angreifer erstmal. Natürlich können wir die Einheit auch noch komplett anpassen. Wie ihr hier seht, könnt ihr eure Nation erstmal auswählen, wie ihr das so alles haben wollt. Und steigen wir einfach mal ins Spiel ein. Waffen könnt ihr euch natürlich auch auswählen. Gar kein Ding. Boah, da sind die ja schon. Da hinten ist noch einer. Boah, Action satt. Die Map habe ich noch gar nicht gesehen. Kein Trailer oder so. Erstmal gucken. Boah. Verlieren nördlichen Sektor. Sieht fast so aus wie Capture the Flag, würde ich sagen. Türen erinnern sehr stark an Counter-Strike. Von das. Versuch mal irgendeine höhere Position zu finden, das ist immer gut. Verlieren südlichen Sektor. Oh, da legt er sich hin. Oh, shit. Jawohl, hab ihn. Mein erster Kill. Süd verloren. Oh, da sind noch viel, viel mehr. Versuch mal eine Granate da so rüber zu ballern, aber... Wow, oh mein Gott, hat der ein Aimbot an? Nice, das muss man dem lassen. Die flog ja genau auf mich drauf. Konnte ich ja mal null was machen. Deutsches KSK-Kanonier. Oh ja. Mehr Infos. Bitte verloren. Das ist wirklich sehr cool. Man kriegt auch sehr viele Infos spendiert. Über die verschiedenen Granatenwerfer zum Beispiel. Einfach über die verschiedenen Attachments. Oder halt über die Waffen, über die Einheiten. Der kommt jetzt natürlich nicht hier lang. Oh, er wurde ja niedergemäht. Und natürlich, Leute, ihr habt immer noch die Chance, mit mir zu zocken. Ich werde ein Abo zocken machen mit all meinen Abonnenten. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt mir einfach eine Nachricht per Facebook oder YouTube in den Kommentaren oder eine persönliche Nachricht. Und ich werde dann so schnell wie möglich zu euch zurückkommen und dann werden wir das zum Laufen kriegen. Genau, einen Termin und alles werde ich noch ankündigen. Gar kein Thema. Okay, helfen wir bei der Flaggeneinnahme. Okay. Südliche Basis. Wir haben Süd gesichert.
Echt sauberer, aber ist sicher auch so. Ja, ich verlasse das Kampfgebiet. Oh, da wusste ich gar nicht. Erstmal ist das hier so ein bisschen so abtasten oder so. Würde ich jetzt mal persönlich sagen, weil vieles hier im Moment nicht zu machen, da ich die Map noch nicht so gut kenne. Das Waffenverhalten ist natürlich auch... Jawohl. Das muss man auch noch so ein bisschen einstudieren. Mörser haben wir jetzt freigeschaltet. Da haben wir schon mal einen wunderbaren Killstreak. Okay, wir versuchen mal da hoch zu gehen. Rücken vor zum mittleren Sektor. Ja, lass den mal laufen. Ich hab dir mal eine Granate hinterher. Gucken, ob ich den treffe. Ich glaube aber nicht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo könnte der sein? Verlieren nördlichen Sektor. Ha, dankeschön. Fuck, 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 fuck. Da oben. Oh, die kommt von hinten. Ich mag das Visier irgendwie. Allgemein die Angreiferklasse sagt mir sehr zu. Hat mir auch schon in der Xbox-Version sehr zugesagt. Weil Spec Ops und Späher, die Waffen streuen doch sehr stark. Die sind wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen, für den Nahkampf. Aber, oh, auf Distanz zacken die. Ich dachte für den Gegner. Gut gemacht. Das Buddy-System in dem Spiel finde ich ein bisschen scheiße. Weil dadurch kann man natürlich den Buddy erstmal sehen, was eine coole Sache ist. Aber man kann natürlich auch die Gegner sehen. Durch die Wände. Ich weiß jetzt nicht, wie das lief, ob die vom Buddy getötet werden. Oder nee, wie war das nochmal? Ich glaube, der Buddy hat die dann ausfindig gemacht. Wurde dann abgeknallt und ich kann die Gegner dann quasi sehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Irgendwie so. Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung, von wo das kam. Jawohl! Home Run! Erstes Match direkt mal gewonnen. Wie gesagt, das ist erstmal so leichtes Abtasten. Ich will erstmal noch so gucken, wie die Maps sind, wie die Waffen sind und so. Läuft. Gar nicht mal so übel. Ein paar Kills haben wir ja hinbekommen. Doppel-EP auch noch. Ui. Gleich geht's weiter. Hier sehen wir noch die ganzen Auszeichnungen. Coole Sache. Deutsches KSK. Verdienstvolle Einheit. Okay, diesmal müssen wir wahrscheinlich irgendwie verteidigen. Was ist verteidigen? Wir machen ja... Eigentlich macht jeder das Gleiche. Hier ist Sector Control. Nördlichen, mittleren und südlichen Sektor sichern und halten. Okay, wir haben ein bisschen den Angreifer gespielt. Versuchen wir uns jetzt mal an den Kanonier. Mit dem habe ich auch relativ gute Erfahrungen eigentlich gemacht. Und mit dem Pionier, was eigentlich meine Lieblingsklasse war. Okay, spawnen wir mal. Für die Ehre. Kontrollieren. Waffe ist nicht die genaueste, natürlich. Schauen wir mal, was wir so reißen können. Greifen südlichen Sektor an. Okay, versuchen wir mal eine hohe Position zu ergattern. Na, toll. Süd gesichert. Jawohl! Erstmal 29 Fallschaden. Ah, ich habe keine gute Idee da so. Kein gutes Gefühl, darüber zu gehen. Einer weniger. Greifen mittleren Sektor an. Keine Ahnung, wo die stehen, das ist das Problem. Die Map kennenzulernen ist erstmal das Wichtigste, finde ich. Und drei Granaten weg. Fuck, von wo? Wie kam der jetzt hinter uns?
Okay, das ist krass. Keine Ahnung, wie der hinter uns kam. Na, kann ich mit meinem Buddy spawnen. Egal. Wenn der Buddy in Gefahr ist oder natürlich drauf geht, kann man nicht mit ihm spawnen. Natürlich ist das Spiel sehr taktisch angehaucht. Man muss wirklich vorsichtig sein. Macht man schon einen falschen Schritt, zwei, drei Schüsse und man ist direkt tot. Man ist keine Kampfmaschine, so wie ein COD. Greifen nördlichen Sektor an. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist klar. Man ist da offen wie Sau. Und das meine ich. Bin wirklich super schnell draufgegangen. Keine Chance überhaupt zu entkommen. Kein bisschen. Ich muss mal gucken, dass ich da auf eine hohe Position komme. Na, ich laufe dir mal hinterher. Das ist ja schließlich mein Buddy. Okay, ich versuche mal hier irgendwie so hoch. Süd verloren. Verlieren mittleren Sektor. Oh shit. Das ist doch genial. Gerade standen die vor uns, jetzt stehen die hinter uns. Oh shit, ich bin gespawnt. Gut gemacht. Oh, da steht wieder einer hinter mir. Ich regeneriere mich natürlich nach einer Zeit, ist ja ganz klar. Aber langsamer als in Call of Duty. Sollte man festhalten. Ich renne ja auch rum wie ein aufgeschrecktes Hühnchen. Ich finde wirklich gar keinen oder die stehen alle hinter mir. Ich kann hier nicht wirklich so oben laufen. Schade eigentlich. Guck mal an. Ah, fuck. Keine Chance. Hat doch gerade noch so komisch geleckt. Boah, da stehen so viele. Keine Chance. Das ist ja ärgerlich. Der Kanonier so ziemlich... Okay, vielleicht bin ich auch einfach in beschissene Situation gekommen. Ich muss den Kanonier einfach noch ein bisschen mehr testen. Aber der ist sehr unbeweglich. Der ist mehr für das Kaboom verantwortlich, wie der Pionier zum Beispiel. Verlieren mittleren Sektor. Dort ist verloren. No, führen wir ganz knapp. So, mal gut hier. Hinter mir direkt stand der nicht. Verlieren mittleren Sektor. Wow. Nette Effekte. Mitte verloren. Hallo, ich brauche einen Sanitäter. Ja. Ist aber ein netter Saarloser. Also schreien ihre Gruppe, ich brauche einen Sanitäter, oh mein Gott, mein Bein. Und er sagt, hallo, ich brauche einen Sanitäter. Klasse. Da, mein Buddy hat wieder einen gespottet und ich sehe den jetzt durch die Wand. Das ist das Buddy-System. Ich bin hinter dir. Das ist schön. Ich würde hier gerne hier runter, aber ich habe so das Gefühl, dass ich direkt abgeknallt werde. Da ist er. Verlieren südlichen Sektor. Ist aber auch keine Sau. So. Oh, so knapp, so knapp. Ich hoffe, da mal welche runter. Oh, da sind welche hängen geblieben. Nur noch fast selber gekillt. Ja, spammen da Granaten rein, wie bekloppt. Neben mir standen die auch schon. Ich bleib noch ein bisschen beim Kanonieren, dann versuche ich mich mal an die etwas beweglicheren Einheiten. Rücke vor! Oh shit.
mein Buddy, beziehungsweise mein Teamkamerad.